Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bitte erschreckt euch jetzt nicht wegen dem etwas auffälligeren Make-up heute. Das ist definitiv so gewollt. Also nicht, dass jetzt wieder 10 Leute in die Kommentare schreiben, dein Blush ist viel zu stark. Ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen im Internet rumgesurft und habe so eine habe herausgefunden, dass es Blush-Draping gibt, was ich vorher überhaupt noch nicht kannte, noch nie gesehen habe, überhaupt nicht wusste, dass es existiert. Und das ist eben, ich sag mal, so eine Technik, wo man es halt bewusst und absichtlich mit dem Blush total übertreibt, was dem einen oder anderen mit Sicherheit zu viel sein wird. Aber ich hatte heute einfach so Bock, das mal auszuprobieren. Und jetzt hat es mir irgendwie tatsächlich auch so gut gefallen am Ende, dass ich gedacht habe, gut, jetzt drehe ich jetzt einfach noch weiter gleich, wenn ich hier sowieso schon ein bisschen was gefilmt habe. Also wie ich das gemacht habe sozusagen, dann kann ich jetzt einfach auch gleich noch das nächste Video hinterherhängen. Ja, in der Kamera sieht das sowieso immer noch mal ein bisschen krasser aus, als es ist. Also ich finde, hier sieht es in der Kamera total pink aus, so richtig knallepink. Aber in echt ist das halt so ein richtig schöner Farbverlauf. Aber gut, ist ja auch egal. Es soll heute wieder um die Monatsfavoriten gehen. Das Video kommt ein bisschen später, einfach weil es mir wichtiger war, ein paar andere geplante Videos vorher rauszubringen. Und insofern, sorry für die Verspätung, aber ich denke mal, die Monatsfavoriten wollt ihr trotzdem gerne noch sehen. Und ich fange mal an mit einem Hautpflegeprodukt, was ich mir neu gekauft habe im September. Ja, im September. Und das ist von Penaten eine Bodylotion, nämlich aus der Ultra-Sensitiv-Reihe. Ich war nämlich mit meinem Freund auf der Suche nach einer neuen Creme, generell Gesichtscreme, Handcreme und Bodylotion und so weiter. Und da mein Freund auch sehr sensible Haut hat, brauchen wir halt auch was, was dafür funktioniert. Und diese Ultra-Sensitiv-Reihe von Penaten ist eben frei von Duftstoffen, also parfümfrei. Und hier steht auch drauf, schützt und pflegt selbst hochsensible, zu Neurodermitis neigende Babyhaut. Und mir gefällt die auch extremst gut. Also ich habe damit jetzt immer meine Arme eingecremt und auch meine Beine. Und ich habe das Gefühl, die ist wirklich, die Haut ist damit einfach babyweich danach. Es ist kein Witz. Es ist wirklich so. Es ist, als ob man so kleine Babyärmchen hätte oder so. Ich finde die richtig, richtig gut. Klasse finde ich, dass das, wie gesagt, parfümfrei ist. Also falls einer von euch irgendwie eine Allergie hat in die Richtung oder eine Unverträglichkeit oder wie auch immer, der kann die auf jeden Fall benutzen. Was ich jetzt in den letzten Monaten gelernt habe, in denen ich mich so ein bisschen mit Hautpflege auseinandergesetzt habe, ist, dass nicht alles, was als parfümfrei deklariert wird, auch wirklich parfümfrei ist. Denn es gibt tatsächlich bestimmte Duftstoffe, die in Deutschland jetzt nicht so direkt als Duftstoffe gekennzeichnet werden müssen. Und insofern können damit einige Marken auch wirklich Schindluder treiben, sage ich jetzt mal, und halt vorne drauf schreiben für eine sensible Haut und duftstofffrei und so weiter. Aber es ist dann wirklich was drin. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Also insofern kann ich euch diese Hautpflegecreme, diese Bodylotion nur ans Herz legen. Die ist eben wirklich sehr schön pflegend. Dann machen wir weiter mit einem Produkt, was ich im Mai getestet habe das erste Mal und was mich seitdem schon öfter begleitet hat. Aber ich glaube einfach, ich habe es euch tatsächlich noch nie als Favorit in die Kamera gehalten. Das wollte ich jetzt einfach mal nachholen, da es mich wirklich eigentlich schon ab Stunde 1 wirklich begeistert hat. Und ich rede vom Milk Hydro Grip Primer. Der ist ja mittlerweile auch in Deutschland erhältlich, also ihr müsst nicht mehr so kompliziert, wie ich das damals gemacht habe, bei Kalt Beauty über ein Postfach bestellen und das herliefern lassen oder so, sondern mittlerweile gibt es die Milk-Produkte auch bei Deutschland, finde ich richtig, bei Sephora Deutschland, finde ich richtig super, insofern kommt man da jetzt leichter dran und für mich ist das wirklich ein richtig guter Primer. Ich habe das Gefühl, durch diese ultra klebrige Basis sitzt das Make-up einfach extrem gut da drauf, es verrutscht nicht im Laufe des Tages, es hält es so ein bisschen davon ab, in die Falten zu rutschen. Ich finde den richtig, richtig klasse und er hat sich einfach zu einer meiner Lieblingsprimer gemausert. Definitiv nicht der allerliebste Primer of all time, aber definitiv in der Top 5, würde ich mal so sagen. Ich habe jetzt schon auf Facebook ein paar Mal gelesen und auch auf Instagram, dass manche von euch ihn total furchtbar finden und ich überlege dann immer, was ist mit mir falsch, dass der bei mir so gut funktioniert und andere finden den total schrecklich, ich weiß es nicht. Aber ich kann euch nur sagen, für mich funktioniert der richtig, richtig gut und vielleicht schaut ihr ihn euch mal an, vielleicht kann man den im Sephora auch mal testen oder auftragen lassen oder so, bevor man jetzt wirklich einen Flop damit landet. Aber für mich funktioniert er extrem gut. Ihr habt ja auch gesehen, dass ich ihn in meinen Foundation Reviews jetzt eigentlich auch öfter benutzt habe. Also wenn ich die Foundations teste, benutze ich ja auch verschiedene Primer und da war der jetzt ja auch schon ein paar Mal mit dabei. Und zum Beispiel bei der Charlotte Tilbury Review war er ja tatsächlich oder führte er ja für mich zum besten Ergebnis. Dann habe ich ein Make-up-Setting-Spray für euch, das ich toll finde, das ich definitiv erwähnen möchte. Das ist das How Cosmetics
Indigo Child oder der Indigo Child Setting Skin Perfector. Das wurde mir zum Testen zugeschickt. Das wisst ihr, dass ich von How Cosmetics auch PR bekomme sozusagen. Hat aber keinen Einfluss auf meine Meinung. Ich finde das so oder so toll, definitiv. Ich habe das jetzt im Alltag, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist schon bis hier runter, also das war komplett voll. So lange habe ich es ja jetzt noch nicht, vielleicht einen Monat oder so. Auf jeden Fall habe ich das schon so weit runter gerockt, dass ich, es fehlt auf jeden Fall eine erhebliche Menge und ich benutze das relativ häufig im Alltag. Ich sprühe mir das auch gerne so auf die Gesichtshälften, also nicht so frontal ins Gesicht, sondern mehr so Wangenbereich, wo dann auch der Highlighter sitzt, einfach um den Highlighter so ein bisschen noch glowiger zu machen. Wer das nicht leiden kann, hier sind definitiv Glitzerpartikel enthalten. Also wer nicht mag, dass irgendwo Glitzer auf dem Gesicht ist, dann auf jeden Fall Finger weg, dann ist das nichts für euch. Mich persönlich stört das jetzt nicht so doll. Ich habe auch das Tatcha Dewy Skin Mist, das steht da hinten. Das hat definitiv auch Glitzerpartikel mit drin. Dieses Pink Light von MAC, was es mal gab vor ein oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam, das hat definitiv Glitzerpartikel enthalten. Dann gab es noch so ein Catrice Setting Spray, was ich auch habe mit Glow drin. Das ist auch voller Glitzer, also letztendlich irgendwie muss der Glow ja aufs Gesicht und deswegen denke ich einfach mal, dass das in diesen glowigen Gesichtssprays häufig mit enthalten ist. Insofern solltet ihr da auf jeden Fall aufpassen. Aber abgesehen davon finde ich den Geruch total toll und ich mag eben auch, wie sich das auf dem Gesicht verhält. Also diesen wirklich, wirklich schönen Glow, der gefällt mir persönlich extrem gut und deswegen ist das eine dicke Empfehlung für euch an der Stelle. Man kann das übrigens auch total sehen, wenn man das so ein bisschen schüttelt, sieht man wieder drin so verschiedene Partikel umherschweben. Ich finde persönlich, das sieht aus wie so ein Universum oder so, mega, mega cool. Aber daran kann man sich eben auch schon vorstellen, dass da wirklich dann Glitzer enthalten ist. Also insofern für euch, wer Glitzer nicht mag, Finger weg. Wer Glitzer okay findet, wer das in dem Zusammenhang mag, absolute Empfehlung. Dann habe ich eine Foundation, das hatte ich auch schon angekündigt, die habe ich ja kürzlich für euch reviewed. Und zwar, das ist die Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, das ist die Farbe 130N. Ich mag sie wirklich, wirklich gerne. Ich habe sie unabhängig von der Review öfter auch mal getragen im Alltag. Für mich ist es völlig in Ordnung, dass sie nicht einen kompletten 11-Stunden-Tag perfekt sitzt. Das erwarte ich überhaupt nicht, da ich Foundations in der Regel zur Arbeit eigentlich auch nur trage, wenn ich für euch eine Review mache, weil normalerweise mache ich das einfach nicht. Aus Zeitgründen, ehrlich gesagt. Aber wenn ich das in meiner Freizeit trage, wenn ich mich mit Freunden treffe oder wie auch immer, da kann ich sie durchaus benutzen. Sie sitzt dann wirklich, wirklich schön auf der Haut. Sie verbindet sich schön mit der Haut. Sie hat dieses wunderschöne glowy Finish. Sie setzt sich nicht irgendwie trocken ab oder betont meine trockenen Stellen. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass sie mit dem Becker Primer für mich wirklich immer noch am besten funktioniert. Andere Primer sind zwar gut, aber der Becker Primer, der First Light, ist wirklich noch so das Nonplusultra mit dieser Foundation. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich sie doch gekauft habe, denn tatsächlich stand sie anfangs gar nicht so sehr auf meiner Wunschliste. Eigentlich habt ihr mich auf Instagram bloß darauf gebracht, weil mich ganz, ganz viele gefragt haben, ob ich dazu eine Review machen kann und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr widerstehen. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar dafür, auch wenn ich das Packaging immer noch doof finde mit dem riesen Foundation. Ich habe übrigens nochmal mit meinem Freund drüber gesprochen und ich soll noch sagen, es sieht billig aus. Aber abgesehen davon, falls ihr die Review noch nicht gesehen habt, ich kann sie euch gerne oben im i verlinken. Dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich teste die Foundation 3 Tage lang, auch mit verschiedenen Primern, mit Puder, ohne Puder und so weiter. Verschiedene Produkte und habe euch da mein Feedback gegeben. Aber ihr könnt euch ja dann schon denken, wie das Feedback am Ende ausgefallen ist. Dann habe ich jetzt noch ein Augenbrauenprodukt für euch. Und zwar, das ist das Milk Kush Fiber Brow Gel in der Farbe Haze. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob die Farbe so perfekt für mich ist. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal bei Sephora bin, wirklich mal an diesem Milkstand vorbeigehen und mal gucken, ob es nicht noch eine passendere Farbe gibt. Aber an sich finde ich dieses Augenbrauen-Gel richtig, richtig super. Das folgt letztendlich dem Prinzip von dem Tarte Busy Gel Brow Gel, was ich auch total gerne mochte. Nur ist das jetzt mittlerweile einfach schon so leer, dass das nicht mehr so viel Farbe abgibt. Und dann habe ich einfach gedacht, probiere ich mal das Kush Fiber Brow Gel aus. Das hat auch so ein ganz kleines Bürstchen und letztendlich der Zweck ist es halt, es soll die Augenbrauen ein bisschen verdichten und färbt die halt auch ein, sodass wirklich aus nicht existenten Augenbrauen, also Haare habe ich schon, bloß die sind jetzt nicht so einheitlich gefärbt, dass eben aus dieser, sagen wir mal, lückenhaften oder unvollständigen Augenbraue wirklich eine vernünftige Augenbraue wird.
Ist für mich insofern immer praktisch, als dass ich ja morgens relativ faul bin und lieber lange schlafe, bevor der Wecker klingelt, als dass ich jetzt nochmal 10 Minuten früher mir den Wecker stelle, um dann die Augenbrauen vernünftig mit einem Stift zu malen oder mit einer Brow Pomade oder sowas. Insofern gehe ich da eigentlich vor der Arbeit immer bloß mit solchen gefärbten Augenbrauengelen durch. Es gibt ja da massig verschiedene, aber ich finde tatsächlich das von Milk und das von Tarte, das Busy Gel Brow Gel am besten. Die anderen färben mir nicht genug. Die füllen nicht genug auf. Zum Beispiel Benefit hat ja so einen. Zum Beispiel Benefit hat ja auch die Gimme Brow, aber das ist mehr so zum Setten. Das ist zwar ein bisschen gefärbt, aber das würde nie so gut die Augenbraue auffüllen, wie es jetzt das Kush Fiber Brow Gel von Milk tut. Ja, insofern, falls ihr da seid wie ich, ihr habt zwar Haare, aber ihr wollt die so ein bisschen einfärben, ein bisschen fülliger einfach machen und ihr seid morgens aber genauso wie ich, lieber schlafen, anstatt viel Zeit für Schminke investieren, dann auf jeden Fall schaut euch das mal an. Dann habe ich noch ein paar Lipglosse, die ich euch zeigen möchte, und zwar von Persona Cosmetics. Persona Cosmetics ist eine Marke, die ich schon öfter bei amerikanischen YouTubern in den Videos gehört habe. Also das heißt, bei Mel Thompson habe ich mal von der Marke gehört, bei Tati auf jeden Fall auch. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr bei wem noch, aber bei den beiden, das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, dass die beiden mal darüber berichtet haben. Und die haben total davon geschwärmt, das sollen ja die Lipglosse überhaupt sein. Und ich muss tatsächlich sagen, als ich die das erste Mal ausprobiert habe, so solo ohne Lippenstift drunter, fand ich die überhaupt nicht gut. Ich war sowas von enttäuscht. Da ist wirklich so wenig Produkt auf dem Applikator dran, man muss da wirklich 3 oder 4 Mal rein. Und das dann auftragen, damit es wirklich auch eine schöne, deckende, gleichmäßige Schicht auf den Lippen ist. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber wenn man die jetzt über einen Lippenstift aufträgt, was ich jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr häufig gemacht habe. Also ich habe einfach zum Beispiel von MAC den Velvet Teddy genommen und habe dann die Farbe Honey hier genommen. Das ist auch so ein bräunlicher Ton und habe die da drüber gegeben. Und dann finde ich die auch richtig, richtig cool. So gefallen die mir extrem gut. Alleine kann ich sie definitiv nicht empfehlen. Da finde ich es, wie gesagt, sehr schade, dass man dann erstmal 100 Jahre braucht, um das aufzubauen. Aber ich finde es über einen Lippenstift wirklich schön. Und da ich tatsächlich so Lippenstifte wie den Velvet Teddy von MAC nicht alleine trage, einfach weil die mir viel zu matt sind und viel zu austrocknend über den Tag hinweg, ist das eigentlich eine schöne Alternative für mich sozusagen. Ich hatte mir das Nude Set gekauft. Heißt das so? Ja, Nude Lip Gloss Set. Da ist übrigens Avocadoöl drin und Shea-Butter. Also gut zu wissen, die sind auf jeden Fall dann auch pflegend. Das erklärt auch, warum wirklich im Laufe des Tages eigentlich meine Lippen in völlig guter Kondition waren. Und da sind die Farben drin Peach, Honey und Toffee. Toffee habe ich jetzt noch nicht getragen. Das ist irgendwie nicht so meine Farbe, glaube ich, einfach. Also auf dem Bild sah die ein bisschen anders aus im Internet. Werde ich vielleicht irgendwann mal benutzen, vielleicht gebe ich den auch ab. Aber die Farben Honey und Peach sind auf jeden Fall richtig schön und sind so genau mein Beuteschema. Das ist einmal so ein bisschen pfirsichfarbenerer Ton und dann eben so ein bisschen bräunlicheres Nude. Insofern, die sind auf jeden Fall mein Beuteschema. Und der Versand bei Persona Cosmetics war auch völlig ohne Probleme. Also ich habe dort einfach bestellt. Da ich nur das Trio hatte, musste ich auch keinen Zoll bezahlen oder irgendwas. Das ist bei mir einfach so durchgerutscht und es hat ohne Probleme funktioniert. Hat, glaube ich, 3 Wochen gedauert oder so, bis es da war. Insofern, ja, kann ich das eigentlich nur empfehlen, falls ihr euch die Sachen mal angucken wollt. Die haben auch komplett noch andere Produkte. Also Liquid Lipsticks haben die noch und ich glaube auch Lidschatten. Aber eigentlich war ich jetzt erstmal nur an den Lipglossen interessiert. Und dann möchte ich an dieser Stelle nochmal ein Nicht-Make-up-Produkt zeigen von einem Shop, den ich euch schon mal erwähnt habe. Ich glaube, sogar im letzten Favoriten-Video hatte ich ihn erwähnt. Jetzt kommt er jedenfalls nochmal mit rein, und zwar diese Haarbänder. Ich hatte euch in dem... Doch, das waren die August-Favoriten. Da hatte ich euch die Haarbänder gezeigt in verschiedenen bunten Farben, also mit verschiedenen Mustern drauf, die man so selber binden kann, und hatte auch im Video 1 umgemacht und so weiter. Mittlerweile ist es ja doch ein bisschen kühler und da sind vielleicht so dünnere Stoffe jetzt nicht mehr ganz so toll. Heute Nacht haben wir einfach mal 0 Grad und ich musste früh auch die Scheibe kratzen von meinem Auto. Und passend dazu gibt es zurzeit auch in dem Shop, den ich euch übrigens auch unten verlinke, wie immer alles selbst gekauft von der Firma. Ich bin einfach großer Fan. Es gibt jetzt mittlerweile eine Winterkollektion. Dort gibt es verschiedene Stoffe. Einmal so einen Kordstoff, den ich hier habe. Ich glaube, ich hole gleich nochmal das Rosa. Ne? Das dunkle Blaue sieht man so schlecht in der Kamera.
So, ich habe jetzt schnell noch das Rosane geholt. Also das ist der Rosenholzton und das ist dieser Kordstoff. Und wer früher vielleicht auch mal eine Kordhose hatte als Kind oder sowas, ich bin in den 90ern groß geworden und ich hatte sehr viele Kordhosen wahrscheinlich. Ich habe die früher total gehasst. Aber das war auch so ein super fester Kordstoff. Und der ist einfach nur unfassbar weich. Also ich glaube, das muss man wirklich selber fühlen, um das verstehen zu können. Weil Kord, denkt man, halt wirklich immer dieser total starre Stoff. Aber das ist dehnbar, es ist wirklich sehr weich und ich mag das total gerne. Ich habe das jetzt schon sehr, sehr häufig umgehabt. Das hatte ich mir zuerst bestellt, zusammen mit dem Velvet-Stoff. Also wer vielleicht so Samt kennt, das ist halt so ein Samtstoff, aber nicht so ein ekliger, plastikmäßiger, raschelnder Samtstoff, sondern einfach auch ein sehr, sehr angenehmer. Die Eigentümerin des Shops, Melly heißt sie, hat sich da auch wirklich im Vorfeld viel Zeit genommen, verschiedene Stoffe auszusuchen und auch verschiedene getestet. Und weil sie selber dieses Plastik-Samt nicht so mag und deswegen hat sie auch natürlich wieder Stoffmuster zurückgeschickt, die ihr nicht gefallen haben und so weiter, sodass sie halt wirklich einen passenden fand. Ja, da habe ich mir ein rosa Velvet-Stirnband mitgenommen. Dann habe ich mir noch ein rotes Velvet-Stirnband mitgenommen, weil ich das so toll fand. Und aus diesem Velvet-Stoff gibt es auch Loop-Schals. Der ist halt so ein bisschen größer, den kann man sich dann halt so umwickeln. Ich dachte, das passt ganz gut dann mit dem Stirnband. Und jetzt ganz neu im Shop und habe ich auch letzte Woche erst bestellt, hat sie jetzt noch Mützen gemacht. Also die sind, ich sag mal, so lang. Jetzt kann man die vielleicht einfach so tragen, wer das vielleicht so ein bisschen länger will, dass das hinten so überhängt. Man kann das einmal so umkrempeln oder was sie gerne trägt, ist zweimal umkrempeln. Ich habe die jetzt vorhin schon Probe getragen und ich mag das tatsächlich am meisten, wenn das nur einmal umgekrempelt ist und wenn das dann hinten am Kopf noch so ein bisschen locker runterhängt. Ja, und dann hatte ich mir nochmal das Kordstirnband, weil ich das so super, super weich fand, habe ich mir nochmal ein Dunkelblau bestellt. Einfach auch mal ein bisschen eine gedecktere Farbe, die jetzt vielleicht nicht sofort schreit rosa oder rot oder so. Ja, deswegen hatte ich mir das nochmal in Dunkelblau geholt. Ja, ihr könnt schon sehen, ich habe den Shop gefühlt komplett leer gekauft. Aber wie gesagt, ich mag den Shop einfach total gerne. Ich mag die Qualität der Sachen, ich mag die Sachen an sich. Ich mag verschiedene Farben total gerne. Diesen Rosenholzton finde ich ja persönlich super, super, super schön. Deswegen habe ich da auch drei Sachen von der Farbe mir bestellt sozusagen. Die Sachen werden euch jetzt nicht im komplett kältesten Winter begleiten können, weil das jetzt einfach nicht dafür ausgelegt ist. Das sind jetzt keine gefütterten, dicken Sachen oder so. Aber ich denke mal, jetzt den Herbst über werde ich das mit Sicherheit sehr, sehr häufig tragen. Und wie gesagt, bei mir ist halt immer, wenn meine Ohren nicht geschützt sind, dann kriege ich total schnell Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen. Das stört mich dann einfach. Insofern renne ich eigentlich im Herbst wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit hauptsächlich nur mit den Dingern auf dem Kopf rum. Dann habe ich jetzt noch ein Produkt für euch, das ich im Nachhinein mehr so zu den Flops zählen würde. Es ist jetzt kein hundertprozentiger Flop, aber je mehr Zeit nach der Review jetzt vergangen ist und je mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr muss ich leider die Foundation von Charlotte Tilbury, die Airbrush Flawless Foundation, den Flops zuordnen. Es tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil ich Charlotte Tilbury einfach extrem gerne mag. Ich liebe ja auch die Light Wonder Foundation und ich habe so viele Blushes von ihr, die ich mag. Ich mag das Airbrush Puder, also ganz, ganz verschiedene Lippenstifte von Charlotte Tilbury. Trage ich übrigens heute auch ein. Das ist der Dancefloor Princess. Mag ich alle total gerne, aber die Foundation und ich, wir werden keine Freunde. Letztendlich, das ist wirklich eine Foundation, die es nicht so lange auf meinem Gesicht aushält. Im Vergleich zu der Anastasia Foundation, das ist einfach noch ein Unterschied. Wenn ich die länger trage als 5 Stunden, sieht mein Gesicht älter aus. Ich sehe 10 Jahre älter aus, als ich bin. Die kriege ich total in die Falten. Es betont hier die Falten. Es betont meine trockenen Stellen. Der Nasenbereich ist wirklich furchtbar bei mir gewesen. Das habe ich bis heute nicht gefixt gekriegt, sozusagen, also hinbekommen. Insofern unterscheidet die sich schon von der Anastasia Beverly Hills, die einfach im Laufe des Tages dann so ein bisschen in die Lachfalten hier rutscht, aber sonst nichts weiter Schlimmes betont an sich. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ärgert mich das eigentlich, weil es wirklich eine teure Foundation war und ich nicht gewillt bin, eine Foundation in meiner Sammlung zu halten, nur damit ich sie wirklich für YouTube-Videos benutzen kann. Weil rausgehen würde ich damit nicht unbedingt, wenn das wirklich schon so nach 5 Stunden anfängt oder vielleicht sogar auch früher, je nachdem. Da muss man wirklich immer darauf achten, was hat man für eine Grundlage. Dann darfst du den Primer nicht nehmen, weil es funktioniert nicht. Den kannst du nicht nehmen, weil es funktioniert nicht. Also irgendwie
hat es einfach zu viele Einschränkungen für mich, die Foundation, als dass ich jetzt weiterhin sagen würde, sie ist in Ordnung, sie darf in der Sammlung bleiben. Also ich habe mich eigentlich innerlich schon so ein bisschen damit abgefunden, dass die meine Sammlung verlassen wird, weil das ist es mir einfach nicht wert. Und ich weiß, dass ich nicht so häufig zu ihr greifen würde wie zu anderen Foundations. Und insofern denke ich mal, würde ich die jetzt als halben Flop mit im Video erwähnen. Und wie gesagt, nach der Review ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe dann mehr drüber nachgedacht und umso schlimmer fand ich sie eigentlich im Laufe der Zeit, leider. Ja, ihr Lieben, dann war es das schon wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Favoriten des Monats September gewesen sind. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr bestimmte Produkte aus meinem Video schon kennt und wie ihr sie findet. Gibt ja, wie gesagt, immer mal wieder unterschiedliche Meinungen, zum Beispiel beim Hydro Grip Primer. Das würde mich nicht wundern, wenn da jetzt schon jemand runterschreibt. Der findet den furchtbar, das habe ich schon mitbekommen. Aber interessiert mich auf jeden Fall sehr, also rein damit in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder mit ein. Bis dahin, macht's gut!